oder klickt einfach den Links in den Shownotes. Herzlichen Dank an Smile Software und PDF PenScan Plus. So. Ich hatte gerade von O2 gesprochen. Und mir hat ein Hörer eine Aufgabe gestellt. Ein Hörer hat mir hier dieses iPhone 5C in grün geschickt. Hübsch. Das, hübsch. Die Farbe ist schon ein bisschen fies, aber nun gut. Er hat gesagt, ist ein Briefbeschwerer, weil dieses iPhone ist irgendwie ein Austauschgerät und aus irgendwelchen Gründen mit langer Geschichte ist dieses iPhone auf O2 England gelockt. Und er kriegt den Lock nicht runter. Challenge accepted. Ganz genau, das habe ich mir auch gedacht. Was wäre besser als ein iPhone 5C-förmiger Briefbeschwerer als ein funktionierendes iPhone 5C? Mhm. Also, der Prozess ist folgender. Man schaut bei O2 nach in England. Was muss man denn tun, um ein iPhone zu unlocken? Da steht drauf, wenn du eine Prepaid-Karte hast, machst du da 15 Pfund Guthaben drauf und sagst uns Bescheid, dann machen wir das. Das steht auf der Seite. Haben wir gedacht, okay, krieg ich hin. Ich besorge mir so eine 15 Pfund Guthabenkarte, fülle das Formular aus und dann wird unlocked. Richtig? Nein, falsch. Aha, jetzt bin ich ja gespannt. So, also, die erste Hürde ist, das Formular verlangt von dir, dass du dort deine häufig angerufenen Nummern einträgst. Ja, also wenn du dort ausfüllst, hast du die EMEI, die du eintragen sollst, deine Telefonnummer und welche Nummern rufst du häufig an. Jetzt habe ich aber mit dem Ding ja noch nie telefoniert, weil ich habe ja nur diese 15 Pfund SIM-Karte kaufen lassen in England von jemandem, hat mir mitgebracht. Und konnte ich also ausfüllen. Und dann hat er gesagt, da habe ich irgendwas eingetragen, damit er das Formular annimmt. Und dann kam sofort eine SMS zurück. Ja, wir haben deinen Request erhalten, können wir aber nicht machen. Wir haben dir eine E-Mail geschrieben. Wieso? In der E-Mail steht drin, deine Daten stimmen nicht. Ja, stimmt ja so. Hat er nicht funktioniert. Ja. War ja richtig, ne? Dann haben so einen Online-Chat, kannst du reingehen und mit denen reden, dann sagt er, ja, du musst einen Anruf tätigen. Der Begriff, den O2 England verwendet, ist nicht Locking, sondern Latching. Ja? You need to latch your iPhone first. Also damit der Lock aktiv wird, musst du das Telefon erstmal benutzen, sagen sie. Okay. dann muss ich irgendwen anrufen. Geht eine kostenlose Nummer. Sagt dann, ja klar, kostenlose Nummer geht. Dann suche ich mir so eine 00800-Nummer, hilft nichts, geht nicht. Ja, also bringt auch keine Änderung. Die kann ich auch nicht eintragen in dem Formular, weil da kannst du nur englische Nummern eintragen. Gut, dann sage ich, okay, dann rufe ich mal mein eigenes deutsches Handy an. Dann gehen aber schon mal irgendwie 26 Pence von dem Guthaben runter. Dann sind ja keine 15 mehr drauf. Dann frage ich beim Support im Chat nochmal an, könnt ihr mir die 26 Pence nochmal zurückgeben? Weil das habe ich ja nur gemacht, weil ihr gesagt habt, ich hätte nur 15 Pfund aufladen müssen. Dann sagt ihr, ja, okay, kriegst du deine 26 Pence zurück. Dann machen wir jetzt den Unlock, richtig? Ja, richtig. Aber dein iPhone ist gar nicht gelatscht. Das geht gar nicht. Was? Dann habe ich nochmal gefragt, so was muss ich denn machen? Ja, du musst einen Anruf machen. Okay, habe ich gemacht. Du musst 24 Stunden warten. Ah, nein, habe ich noch nicht gemacht. Ich muss noch 24 Stunden warten, richtig? Ja, kein Problem. Melde dich morgen nochmal. Nochmal morgen gemeldet. Jeder, der einmal eine Hotline gearbeitet hat, weiß, es ist perfekt. Wenn du jetzt keinen Bock mehr hast, ah, die haben noch nicht 24. Ja, da rufen sie doch morgen nochmal an, weil da geht es dann. Ja, nochmal ich weg und nochmal. Dann habe ich nach 24 Stunden nochmal den Chat. Also ist ja auch gut, dass die den Chat haben. Ja, du kannst die auch keine Gebühren und wartest immer nur kurz und bis da jemand da ist. Der Chat funktioniert auch nicht in Safari, sondern eher nur auf dem Chrome. Meistens, manchmal, weiß man nicht. Und dann sage ich, okay, ich habe jetzt 15 Pfund Guthaben, das Formular funktioniert nicht. Kann ich jetzt hier im Chat irgendwie den Unlock ausführen, damit das mal funktioniert? Sagt er, ja klar, gib mir deine Informationen. Ich sage ihm nochmal meine EMI, meine Telefonnummer, mein Guthaben. Um festzustellen, dass ich der Richtige bin, muss ich auch noch meine Benefits jetzt mitteilen. Meine Benefits bei O2 England sind so, die haben so ein System bei den Prepaid-Karten. Wenn du im Monat 15 Pfund Guthaben auflädst, schenken wir dir 3000 Minuten. Das heißt, du häufst auf deinem Konto diese 15 Pfund pro Monat auf. Die gehen auch nicht weg, aber du hast dafür sehr viele Freiminuten. Und diesen genauen Modus, das sind deine Benefits, die musst du ihm nennen, damit der weiß, dass du bist. Hört sich komisch an? Ja, ja, nein, nein. Ja? Ist aber so. Dann hast du, dann sagt er ja, okay. Alles klar, funktioniert, 72 Stunden warten, dann bist du dabei. Bitte spulen Sie 30 Sekunden zurück. Ja? So, hat natürlich nicht funktioniert. Dann versuche ich nochmal irgendwie rauszufinden. Ich erzähle jedem nochmal, das Formular hat nicht funktioniert.
Warten hat nicht funktioniert, Telefonieren hat nicht funktioniert. Sage ich, ich bin im Ausland, ich bin in Deutschland mit dem Gerät. Das ist okay. Sagt er, ja, kein Problem. Einfach nochmal warten. Warte ich nochmal. Funktioniert nicht. Erzähle ich nochmal die Geschichte, bin dann 3 Tage später nochmal einen Typen im Chat und der sagt dann, ja, nee, deutsches Netz geht nicht. Muss in England sein. Aha. Ja, weil sonst können wir deine EMI nicht latchen. Wenn du dich einloggst in dem O2 Online-Dingens, steht natürlich schön drin, ist ein iPhone 5C, hier ist deine EMI. Natürlich haben sie die gesehen. Wie sollten sie auch sonst das Telefon einbuchen? Aber es muss im englischen Netz sein. Na gut, also nehme ich ein Paket, DHL, suche mir auf Twitter jemanden, der gerade in England ist, stecke das Telefon in ein Paket, schicke das nach England und sage jetzt demjenigen, telefonier mal, ja? Nimm eine kostenlose Nummer, du hast ja 3000 Freiminuten, ruf irgendjemand an, am besten einen anderen O2-User oder ruf die Auflade-Hotline an, damit wir dieses Telefon latchen können. Sagt er, ja, habe ich gemacht, ich schreibe wieder im Chat, so mach mal Unlock bitte. Ja, geht nicht. Du musst einen Anruf in England machen, der auch was kostet. Also kein anderes O2-Handy anrufen, weil das sind ja 3000 Freiminuten, sondern du musst jemanden anrufen, der nicht bei O2 ist. Dass ihr nicht einfach irgendeinen Inder angerufen habt und sagt, wann ist heute in eure Öffnungszeiten und habt ihr Chicken Masala? Ah ja, super, danke, tschüss. Weißt du, wieso wir das nicht gemacht haben? Weil dann gehen ja wieder irgendwie 2 Pence von dem Guthaben runter. Ich dachte, ihr habt 300 Freiminuten. Ja, Freiminuten gibt's nicht. Also, du musst... Ich verstehe das System nicht. 3 Minuten zählen nicht. Ja, 3 Minuten zählen nicht. Du musst was ausgeben. Ach ja? So. Also dann hat er jemand sein eigenes Handy dort angerufen und hat dann irgendwie 10 Pence ausgegeben. Also war es auf 14,90, aber der Unlock kostet 15. Wenn du weniger Guthaben hast, dann geht das nicht. Ich frage, kann ich bitte einen Refund bekommen, weil er hat mir eine falsche Auskunft gegeben. Sagt er diesmal, nee, geht nicht. Dann suche ich mir auf eBay England jemanden, der 10 Pfund Guthabenkarten für O2 England irgendwie verkauft. Und weil natürlich habe ich vorher die O2-Website versucht, um das 10 Pfund Guthaben aufzuladen. Meinst du, die nehmen deutsche Kreditkarten? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Bitte bleiben Sie dran, wir machen jetzt einen 3D-Secure, so denied. Aha. Dann nehme ich eine andere Karte. Oh ja, hier, nee, übrigens denied. Sad smiley. Oh Mann. Mhm. Auf eBay UK das Ding gekauft bei einem Händler, der heißt irgendwie hier O2 Guru. Ne? Die haben ja Gurus bei O2, nicht Genius, sondern Gurus. Der hat das dann aufgeladen, dann hätte ich jetzt also 24,90 Pfund Guthaben oder sowas. Das iPhone war gelatscht, nochmal beim Chat angeschrieben und es hat funktioniert. Man möchte nicht glauben. Dann hat er das iPhone wieder aus England mitgebracht im Flugzeug und jetzt funktioniert es und jetzt ist es irgendwie auf O2 Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Das war doch gar nicht so schwer und ich fand es beeindruckend, weil manchmal denken wir hier so, die deutschen Anbieter sind schon so der unterste Dreck vom Fass. Ja? Nee, geht noch schlimmer. Ist ja erstaunlich. Aber es ist jetzt frei, oder? Das mit O2 Deutschland war ein Witz, oder? Nee, ist jetzt frei, aber O2 Deutschland funktioniert jetzt. Ja, also, das war ja gar nicht so schwer. Hart, echt hart. Und dafür, dass in der FAQ drin steht 15 Pfund und dann geht's, ist es ja ein bisschen... Die gehen natürlich davon aus, dass du das Gerät schon mal benutzt hast. Naja, aber das ist ja nicht zwangsläufig so, weil es haben ja durchaus viele Leute in den ersten iPhone-Jahren so englische Telefone importiert in die ganze Welt. Vielleicht haben sie auch deswegen dieses Requirement, dass du es in England benutzen musst. Ja, möglich. Was das allerdings soll und was sie davon haben... Ich meine, sie haben jetzt von diesem Telefon diese 15 Pfund Gebühr eingesackt. Mhm. Fertig. Ja. Mehr kriegen sie davon nicht. Wieso denn der Terror? Und du hast ungefähr 45 Pfund Support Aufkommen verursacht. Ja. Ja. Win-win. Also Challenge nicht nur accepted, sondern auch gelöst. Sehr schön. Ich bin sehr zufrieden, aber die Nerven, die das gekostet hat. Weiß nicht, ob das dieses grüne iPhone 5C wird. Nee, aber Dankeschön für den Briefbeschwerer. Jetzt kann ich sogar damit telefonieren. Das ist. Ist auch, wenn du in so einem Studio, Chroma King Studio stehst, besonders gut. Da kann man sich dann so Löcher ins Gesicht zaubern. Genau, genau. Super, fantastisch. So, ich habe das nochmal aufgeschrieben, wäre auch so ein. Das gilt auch für ältere Geräte. Also, wenn man noch ein Classic oder 3G, 3GS hat und dann nicht mehr die Jailbreak- und Unlock-Lösung haben möchte, dann kann man das damit auch machen. Man muss halt. Es kostet einen eine 20 Pfund Aufladung. Wenn man weiß, dass man von den 20 ein bisschen was ausgeben muss und dann mehr als 15 übrig haben muss und einen Urlaub in England.
was ja auch nett sein kann. Das ist richtig.